Hallo liebe Vagi und herzlich willkommen zu deiner Legung für den Monat Oktober. Ich freue mich, dass du heute da bist. Ich hoffe, dir geht es gut und du hattest eine gute Zeit. Und ja, ich war lange abwesend, ich arbeite viel und konnte die Videos nie rechtzeitig hochladen. Aber nun bin ich da und ich freue mich, diese Legung für dich machen zu dürfen. Und ich bin sehr gespannt jetzt, Waage, was du da durchmachst und welches Krafttier dich im Oktober begleitet und an deiner Seite ist, ja. Wir werden nachher im Tarot genauer schauen und das kleine Kreuz legen, worauf du deinen Fokus legen und was du vermeiden solltest. Aber wir schauen jetzt zuerst im Krafttier-Orakel. So, welches Krafttier für die Liebe, Waage? Welches Krafttier begleitet dich im Oktober für die Waage? Der Fuchs. Intelligenz und Klugheit. Der Fuchs lernt schnell und überlistet seine Umwelt mit seinem Wissen. Setze deinen klaren Verstand ein, um in deinem Leben den richtigen Zug zur richtigen Zeit zu machen. Mit deiner Intelligenz kannst du taktisch klug handeln und das Beste aus einer Situation herausholen. Ich bin schlau und setze mein Wissen gezielt ein. Bist du momentan vielleicht verwirrt oder du hast eine Blockade im Kopf, einfach allgemein, weil du nicht in diesem Moment nicht genau weißt, was tun oder was sagen, was denken. Und das kann dich zu einer Blockade führen. Aber hier heißt es, setze deinen klaren Verstand ein. Weil du allgemein Waage wirst von, also du bist ein Luftzeichen. Ja, und das Luftzeichen steht auch für den Wassermann oder Zwillinge, kann sehr klug denken, also kann auch eine Taktik einleiten, um gewisse Ziele zu erreichen. Und du bist ein sehr diplomatischer Mensch, Waage, dass du genau weißt, du musst nur ein bisschen mehr denken oder einen Plan machen, damit du genau das bekommst, was du willst. Ich habe das Gefühl, du hast Ideen, du hast auch irgendeinen Weg vor dir, den du beschreiten möchtest und du wie jetzt an diesem Punkt bist, wo du immer noch überlegst, wie du es tun solltest. Warte, hier heißt es auch, der Fuchs sagt dir, warte auf den richtigen Zeitpunkt. Du wirst schon merken, ob diese Situation jetzt günstig ist, um irgendeine Taktik einzuleiten oder klug zu handeln. Gehe taktisch vor und hole das Beste aus einer Situation heraus. Man kann bei jedem Fehler, bei jedem Fehlschlag, bei jeder wie heißt das, Auseinandersetzung, was auch immer, etwas Negatives hier passiert, kannst du immer etwas daraus lernen. Und ich habe das Gefühl, du sowieso allgemein als Waage bist ein sehr feinfühliger Mensch. Du hast so wie zwei Seiten. Das gilt allgemein für die Luftzeichen. Auch Zwillinge oder Fische ist auch so, dass sie wie zwei Seiten haben. Du trägst wie beide Seiten in dir. Also du siehst nicht nur das Schwarze, du siehst auch das Weiße. Du siehst nicht nur, dass das Glas halb voll ist, sondern auch halb leer. Oder ja, in einer Partei, die sich zwei streiten, hörst du dir beide Meinungen an und du verschaffst dir wieder einen Überblick und hörst dir von beiden Seiten die Situation an und entscheidest dich danach. Du möchtest das Ganze fair behalten, dich fair entscheiden, niemandem etwas Unrecht machen, auch nicht, ja, du bist einfach allgemein ein sehr fairer Mensch, ein gesellschaftlicher Mensch, du gehst gerne unter Leute, man kann viel Spaß mit dir haben, sehr viel Freude mit dir verspüren, weil du gibst auch den Menschen das Gefühl, dass sie es wert sind, dass man sie respektiert, also du kannst gut zuhören. Und ich habe das Gefühl, in dieser Phase, Waage, falle nicht auf Nettigkeiten von anderen
rein. Ich habe das Gefühl, Menschen sind extra nett, extra freundlich zu dir, um das zu kriegen, was sie wollen. Und so solltest du ebenfalls handeln oder danach gehen, weil hier heißt es, du, ich bin schlau und setze mein Wissen gezielt ein. Also du holst dir Informationen und behalte diese Infos in deinem Kopf und versuche den Überblick zu verschaffen und nehme gezielt, setze gezielt dein Wissen ein, um hier taktisch zu handeln. Ja, hier geht es wirklich um die Kopfsebene Waage. Wir sind jetzt auch in deinem Sternzeichen im Oktober und das ist wirklich dein Monat, wo du auch das kriegst, was du willst. Du bist in deinem Element, würde ich so jetzt mich ausdrücken. Okay, wir schauen jetzt mal einfach im Tarot rein, worum es hier genau handelt. Ja, liebe Waage, worum geht es genauer bei dir im Oktober mit dem Fuchs jetzt gemeint? Für die liebe Waage im Oktober das kleine Kreuz. Ich habe das Gefühl, du solltest auch gewisse Sachen für dich behalten und nicht das jemandem erzählen. Also wenn du etwas weißt, dann behalte es für dich, weil nur du weißt in diesem Moment, was das für dich bedeutet. Also wenn du irgendwie Meinungen hören möchtest, dann hole dir wirklich die Meinungen von Menschen, die dich auch inspirieren, die wirklich Erfahrungen haben. Erfahrung haben, aber sprich nicht mit jemandem, wo du eigentlich gar nicht mit dieser Person zu tun haben möchtest. Also gib nicht den anderen das Gefühl, dass sie einen Teil von dir haben dürfen, weil hier musst du jetzt wie aufpassen. Sei intelligent, sei klug, sei schlau, sei clever, mach einen Plan. Und nehme das auch nicht persönlich. Also hier geht es jetzt wirklich nur um dich, Waage, okay? Sei dir bewusst, dass im Oktober, dass es sich um dich handelt. Hole dir das, was dir zusteht. Vielleicht unterschätzt du dich manchmal, Waage, dass du auch etwas wert bist, ja? Du bist viel wert, sehr viel wert. Nicht nur die anderen. Du schaust gerne, dass es den anderen gut geht, dass sie sich in deiner Nähe wohlfühlen, weil du hast einfach Konflikte nicht gerne. Und ich verstehe das vollkommen. Ich bin im Aszendent Waage, aber manchmal in Situationen solltest du einfach aus dem Weg gehen, was dir nicht dient. Lass Taten sprechen, okay? Lass Taten sprechen. Reden ist Sch Silber, Schweigen ist Gold. Aber zeige durch deine Taten, wie wertvoll du bist. So, worum geht es jetzt? Schauen wir mal. Okay. Hier, die 8 der Schwerter. Das ist eine Blockade im Kopf, weil du malst hier etwas aus, Waage. Du hast das Gefühl, dein Plan geht nicht auf. Das spüre ich so. Aber ich kann dich beruhigen, Waage, dass das eine vorübergehende Phase ist, weil die Schwerter, das sind Luftzeichen, die das Ganze sehr, sehr ernst nehmen, aber in Wirklichkeit, wenn du es von einer 3D-Welt siehst, existiert diese Sache nicht einmal. Also ich habe das Gefühl, momentan in deinem Kopf, was auch immer du hier planst oder etwas tun möchtest, du hast das Gefühl, du zweifelst an diesem Vorhaben oder du zweifelst an dir, du zweifelst an diesem Plan. Weil die 8 der Schwerter heißt gefangen im Kopf oder in der Kommunikation. Vielleicht eben deshalb, hör auf zu sprechen, so gut es geht. Vermeide, egal ob es gute oder schlechte Konversationen sind, aber es geht jetzt um dich, dass du versuchst, deine Mitte zu finden. Und du brauchst hier vielleicht eventuell auch Ruhe oder eine Pause von Menschen, damit du wieder Klarheit verschaffst, damit du einen Überblick bekommst, ja, dass du eine transparente Antwort bekommst, indem du die Zeit mit dir alleine verbringst. Und das geht es.
Was, sorry, das sind die 9 der Schwerter, aber whatever, das gehört alles in der gleichen Reihe. Nach 8 kommt sowieso die 9 der Schwerter, das kann sein, siehst du. Ich habe das Gefühl, du stehst momentan einfach allgemein in einer mentalen Blockade. Und das sind eventuell unnötige Sorgen, aber also unnötig, vielleicht hat das für mich von keine Bedeutung, aber für dich ist das extrem, ja, für dich ist das sehr schlimm. Aber ich kann dich beruhigen, dass das sind einfach Gedanken, ja, das existiert nicht wirklich. Versuche mal deine Gedanken zu kontrollieren oder dir irgendwo Pause zu gönnen oder überhaupt dir etwas Nettes, Schönes zu gönnen, damit du wieder die Freude in dir spürst, damit du auch wirklich genau weißt, so welchen Schritt du leiten musst. Weil hier geht es um das Planen, um Schritte, um taktisch zu handeln. Okay, aber wir schauen mal jetzt einfach weiter, was du vermeiden solltest. Page der Stäbe. Ja, der Page der Stäbe ist eben so diese wirklich eine inspirierende Persönlichkeit, wo sich aber immer wieder für das Neue begeistert. Und irgendwie auch sehr auf Abenteuer ist und zuerst handelt und danach plant. Vielleicht hast du es auch eventuell mit einem Feuerzeichen zu tun, Löwe, Schütze oder Widder, und du weißt gar nicht, was dieser Mensch eigentlich vorhat. Und das treibt dich eventuell zum Wahnsinn, weil du hier gerne, du willst eine Antwort. Ich verstehe das vage. Die Antwort kommt, indem du einfach ohne Erwartungen etwas tust, erwarte nicht von den anderen, dass sie auch das Gleiche investieren wie du. Erwarte nur von dir selbst. Ja, sei dein eigenes Vorbild. Aber ja, vermeide hier, der Page der Stäbe heißt hier auch, vermeide jegliche Spontanität, weil du musst hier taktisch planen. Es geht um das Planen. Vielleicht planst du hier auch irgendein Event, einen Geburtstag oder so. Ja, das ist ja auch dein Monat, wo du Geburtstag hast, aber es geht um mehr als, das ist jetzt ein sehr tiefes Thema, was auch immer, worum es sich hier handelt. Lass es in den Kommentaren wissen, nimmt mich sehr wunder, weil für mich macht das hier keinen Sinn, aber für dich eventuell schon. Und ja, diese Spontanität liegt dir momentan einfach nicht, weil du hast schon eine sehr, du verfasst dich sehr mit dir selber und versuchst hier eine Antwort zu finden. Okay, schauen wir mal weiter. Worauf solltest du dich konzentrieren? 3 der Stäbe. Denke einfach, das kommt schon alles gut. Und das ist auch wirklich so bewiesen, dass man, wenn man eine höhere Schwingung hält, indem man versucht, optimistisch die Dinge zu sehen und sagen, okay, egal wie schwer die Situation ist, dieser Plan wird schon irgendwie aufgehen, dann wird das auch so passieren, weil du hier erstens keine Erwartungshaltung hast, du hast hier auch keine Angst. Keine Angst, wie das rauskommt. Vielleicht wartest du auf ein bestimmtes Ergebnis, aber ich denke, dieser Weg ist ein wichtiger Bestandteil deines Ziels, wo du wirklich aus solchen Erfahrungen lernst, ein bisschen ruhiger zu bleiben, mehr dich geerdet zu fühlen. Oder dir selber die Kraft zu geben, an dich selber zu glauben. Weil die 9 der Schwerter als Hauptthema, ich habe das Gefühl, man hat dir auch eventuell sehr viel eingeredet oder die irgendwo Negativität versprüht, damit, dass du an dir selber zweifelst. Hör auf, an dich selber zu zweifeln. Glaub an deine Stärke, Waage, und verbinde dich mit der Erde. Ja, verbinde dich, um die Kraft zu spüren, dass du das schon schaffst, dass du das meisterst, egal welchen Weg du gehst, dass es sich für dich
aufgehen wird. Und darüber musst du dir nicht den Kopf zerbrechen, wie, wo, wenn, was, oder? Halte inne und versuche, das Große und Ganze zu sehen. Und mache dir nicht, verbeiße dich nicht zu ins Detail. Es ist nicht wichtig, weil das Wichtige ist jetzt, dass du auch am Ball bleibst und nicht aufgibst. Ich habe das Gefühl, du bist kurz vor dem Aufgeben. Halte inne, mache die Augen zu und meditiere. Höre auf dein Herz und höre, was deine innere Stimme dir zu sagen hat. Worauf läuft das Ganze hinaus? Wow, die Sonne. Du kannst dich auf sehr viel Optimismus freuen, auf viel Beweglichkeit auch, viel Freude. Du, eben, dein Plan wird aufgehen, Waage. Habe keine Angst, dass du irgendwo dich verwirren lässt, sondern deshalb meine ich, versuche deine Gedanken zu kontrollieren. Versuche hier einen Plan zu machen und gehe diplomatisch und taktisch vor, weil hole das Beste aus einer Situation heraus, egal wie herausfordernd das für dich sein mag. Ich habe das Gefühl, du allgemein, du versuchst immer von zwei Seiten zu sehen, also sowohl das Gute als auch das Schlechte. Aber du bist eben, du wirst einfach vom, du bist ein Kopfmensch, eher ein Kopfmensch, das ist auch nicht Verwerfliches, sondern die Luftzeichen sowie auch Wassermann und Zwillinge, sie können sich sehr ins Detail verlieren und verlieren den Überblick und sind so tiefgründig in den Gedanken, dass sie gar nicht mehr wissen, wie tiefgründig sie eigentlich denken oder wie viel Kontrolle die eigenen Gedanken über einem selbst haben. Also, dass die Gedanken über einem selber kontrollieren, als dass du deine Gedanken kontrollierst. Macht das Sinn? Aber das Ganze bis Ende Oktober, habe ich das Gefühl, verläuft sich sehr positiv. Doch am Schluss wird doch alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Die Sonne. Vielleicht hast du das auch mit einem Löwen zu tun. Also du kommst wieder in eine solche Phase, wo du das Ganze locker siehst, locker annimmst. Nicht zu verbissen, auch nicht zu detailorientiert, sondern für dich Hauptsache, es macht für dich Spaß, weil das ist das Wichtigste. Das ist das Gegenteil von den Neun der Schwerter, weil die Sonne, da leuchtest du auf. Du bekommst auch ein Resultat über Waage. Ich habe das Gefühl, gegen Ende Oktober merkst du oder wirst du sehen, dass es dir sehr, sehr gut geht, weil du hier eine optimistische Haltung bewahrt hast. Weil du auch, du bist sehr spirituell mit der 3 und vermeide impulsive Menschen oder impulsive Reaktionen. Reagiere nicht zu emotional oder raste, nein, du bist nicht ein Mensch, der gleich ausrastet, aber innerlich, das ist wie ein innerer Kampf mit dir, wo du wirklich das nur noch verschlimmerst, wenn du dich selber klein redest. Ich habe das Gefühl, man hat an dir gezweifelt, man hat dich klein geredet, man hat dir eventuell auch nicht zugehört und das hat dir ein Minderwertigkeitsgefühl gegeben, dass du irgendwo dich selber nicht mehr an dich geglaubt hast. Und jetzt packe wieder deinen Rucksack zusammen und glaube an dich, falle hin, mache Fehler, aber steh wieder auf und geh weiter, bis du es gelernt hast, bis du wieder auf gerade Beinen stehst. Und ich sehe, du bist in einer Sache wirklich unschuldig. Denke nicht, dass du hier das Problem bist, sondern du bist mehr als was du dir denkst. Sehe das Große und Ganze und gehe diplomatisch vor. Das ist deine Stärke, Waage. Vergesse dich nicht.
Okay? Es zahlt sich aus, weil du hier, wenn du diese Haltung bewahrst mit den drei der Stäbe, dass du deine Zukunft mit voller Überraschungen und Wunder siehst, dann ziehst du auch solche an. Wenn du das Gefühl hast, ich habe Zukunftsängste, ich weiß nicht, was mir der Zukunft, die Zukunft bringt, dann verfällst du in einen Gedankenskreis und du manifestierst negative Dinge in deinem Leben, weil du deine Energie auf das lenkst. Und ich glaube, du weißt das auch. Übe an deiner Grundeinstellung zu deinem Leben. Pushe dich selber auf, weil du solltest an dich selber glauben. Du selber solltest dich zusammenreißen, weil du in diesem Moment das Wichtigste in deinem Leben bist. Du solltest immer die Priorität Nummer eins sein, bevor jemand anderes. Und das ist ein gesundes Ego, wenn du zuerst auf dich selber schaust, bevor den anderen. Weil sonst bist du jemand, der nur gibt, gibt und du bekommst nie etwas zurück, weil du dich irgendwo, weil du dich nicht selber ernährst. Ja? Du ernährst dich, indem du bei anderen irgendwo die Antworten suchst. Dabei liegt die Antwort in dir selbst. Aber ja, Waage, ich hoffe, die Legung hat dir gefallen. Lass ein Like oder ein Kommentar da. Ich freue mich, wenn es mit dir resoniert hat. Und ich wünsche dir ein kraftvoller Monat und würde sagen, bis zum nächsten Mal.